Mehr als 40.000 Neuinfektionen an nur einem Tag. Noch nie war die Pandemielage in Russland so ernst. Die dramatische Entwicklung wollen die Behörden mit dem schärfsten Lockdown seit über einem Jahr stoppen. Von heute an bleiben nur noch Geschäfte des täglichen Bedarfs geöffnet. Ab Samstag werden alle Betriebe des Landes für eine Woche dicht gemacht. Wahrscheinliche Ursache für die Covid-Eskalation: nur ein Drittel der Bevölkerung ist geimpft und immer mehr Menschen riskieren dadurch ihr Leben. Ein neuer Tag, ein neuer tragischer Rekord. Corona-bedingt 1.159 Tote binnen 24 Stunden. Die hochinfektiöse Delta-Variante breitet sich weiter aus. Russlands Krankenstationen füllen sich, vor allem mit ungeimpften Menschen. Bilder von Patienten, die mit dem Coronavirus infiziert sind, gehören inzwischen zum festen Bestandteil der Nachrichtensendung. Aber sie haben wenig dazu beigetragen, die skeptische Bevölkerung davon zu überzeugen, sich impfen zu lassen. Die Behörden im Zugzwang. Auch der Moskauer Bürgermeister verhängt eine 11-tägige Ausgangssperre für die Hauptstadt. Bars, Cafés und öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Kindergärten müssen schließen. Und es gibt eine Woche arbeitsfrei, bezahlt. Ältere und gefährdete Menschen müssen zu Hause bleiben. Die Behörden hoffen, mit all dem die vierte Welle der Pandemie zu überstehen. Gesundheitsexperten begrüßen die Maßnahmen, schränken aber ein, das sei zu wenig und zu spät. 11 Tage sind überhaupt nicht genug. Es ist ein weiteres Beispiel für die Halbherzigkeit der Maßnahmen und der Versuch, es allen recht zu machen. Aber man muss die öffentliche Gesundheit im Auge behalten. In der aktuellen Situation können wir nicht mit Abstraktionen arbeiten. Es geht um reale Todesfälle, reale Krankheiten und Spätfolgen. Die Impfungen mit dem in Russland hergestellten Sputnik V haben in den letzten Wochen dank staatlicher Auflagen und neuer Beschränkungen zugenommen, sich auf rund 300.000 pro Tag verdoppelt. Aber insgesamt ist nur etwa ein Drittel der Russen immunisiert. Von den übrigen sagen einige, sie würden lieber auf einen internationalen Impfstoff warten. Und etwa die Hälfte will sich überhaupt nicht impfen lassen. Darunter auch viele medizinische Fachkräfte. Die Menschen verhalten sich nicht korrekt. Es ist traurig, das zu sehen. Russland hat mit Sputnik V einen großartigen Impfstoff hergestellt. Ich habe volles Vertrauen in Sputnik. Er ist vergleichbar mit den im Westen hergestellten Impfstoffen. Warum wir ihn nicht verwenden? Ich weiß es nicht. Frustration macht sich auch in der Dienstleistungsbranche breit. Sie war von den früheren Lockdown-Maßnahmen besonders betroffen und zahlt nun den Preis für Russlands zögerliche Haltung in Sachen Impfstoff. Wir überlegen, wie wir den nächsten Lockdown überleben können. Ich glaube, alles wird noch viel schwieriger, denn jeder weiß, dass dies erst der Anfang ist und dass es über den 8. November hinausgehen könnte. Also müssen wir es so nehmen, wie es kommt. Manch einer will es allerdings nicht so nehmen und plant einen Urlaub fern von Moskau, wie hier in Sotschi. Eine Impfung ist dafür nicht nötig. Aus Moskau ist uns nun unser Korrespondent Juri Rescheto zugeschaltet. Juri, die Kernfrage des ganzen Dilemmas: warum lassen sich in Russland nur so wenige Menschen gegen Covid impfen? Dafür gibt es, Thomas, einige wenige Gründe. Also der erste Grund, der Hauptgrund, ist das Misstrauen der Menschen in die staatlichen Behörden, in die staatlichen Aktionen, also in die Handlungen des Staates. Unter den Impfgegnern sind die meisten, die alles ablehnen, was vom Staat kommt. Dann haben wir hier als zweiten Grund das Misstrauen der Russen gegenüber dem russischen Impfstoff oder den russischen Impfstoffen. Es gibt ja mehrere mittlerweile auf dem Markt. Und dann ist auch die irreführende teilweise Kampagne, Informationskampagne der russischen Regierung, der russischen Medien. Russland hat mehrmals schon groß angekündigt, wir haben Covid-19, wir haben die Pandemie besiegt, Russland ist der Sieger, es ist vorbei und dann ist es aber doch nicht vorbei. Also all das kommt hinzu. Es gibt natürlich auch Fake News, die gestreut werden in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Und natürlich kommt auch dazu ein bisschen das russische Avos, also es wird schon die Leichtfertigkeit und wie das ist, wie dramatisch das ist, das haben wir gerade im Beitrag gesehen. Präsident Putin wollte die Impfskepsis persönlich bekämpfen. Er hat sich früh impfen lassen, aber nicht gesagt, womit. Was steckt dahinter?
Dahinter steckt die allgemeine Zurückhaltung des russischen Präsidenten bei seinem Privatleben. Wir wissen sehr, sehr wenig über sein Privatleben. Und das ist eine gewissermaßen rote Linie auch für russische Journalisten, über sein Privatleben zu berichten. Er hat aber als offiziellen Grund oder als seinen eigenen Grund genannt, er wurde natürlich auch mehrmals gefragt, warum. Er möchte nämlich keine Werbung machen für einen bestimmten Impfstoff. Man muss wissen, wie ich schon sagte, es gibt mehrere Impfstoffe und dahinter stecken natürlich auch Kampagnen, also Betriebe, Firmen, die diese Impfstoffe produzieren und das ist auch ein Wettbewerb. Und Putin wollte, so sagte er zumindest, also keinem Vorrang gewähren. Ganz kurz noch, was werden 11 Tage Lockdown bringen, wenn die Impfquote nicht steigt? Die werden nichts bringen, wenn die nicht verlängert werden. Also das einzige Ziel, was ich glaube, das dahinter steckt, ist, die Menschen dazu zu bringen, sich impfen zu lassen. Wenn die Russen nämlich merken, dass sie, wenn sie ungeimpft sind und wenn sie einen Lockdown haben, doch in ihren Freiheiten eingeschränkt sind, dann steigt vielleicht die Bereitschaft, auch sich impfen zu lassen. Juri Rischetto, vielen Dank nach Moskau.